Damit war unser Aufenthalt auf Big Island leider schon wieder vorbei und von dem kleinen Flughafen in Kona flogen wir weiter nach Maui. Es war der 27. April. Nur 6 Tage später, am 3. Mai, begann der verheerende neue Ausbruch des Kilauea. Wir hatten einen Schutzengel. In Maui wohnten wir in einem Hotel und hatten ein großes Appartement mit 2 Badezimmern und Terrasse zur Verfügung. Heute war der 28.04. Sins Geburtstag. Dieser besondere Tag verlief gemütlich und sehr romantisch mit einem Ausflug nach Lahaina und einer Dinner-Cruise. Obwohl bereits Ende der Walsaison, versuchten wir unser Glück. Von November bis Mai kann man in der Bucht bei Maalea Buckelwale beobachten. Hier befindet sich nämlich einer ihrer Lieblingsplätze, um sich zu paaren. Und wir hatten Glück. Wieder ein Highlight. Road to Hana, angeblich eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Heute hieß es bereits um 5 Uhr früh aufstehen. Das Motto war, der Weg ist das Ziel. Hana selber hat nicht viel zu bieten. Aber die über 600 Kurven und die mit unzähligen und teilweise versteckten Wasserfällen gespickte Küstenstraße ist Hawaii pur. Der Garden of Eden ist ein sehr schöner, privater botanischer Garten. Da alles total bewachsen ist, kann man bei einem Blick zurück nur sehr schwer erkennen, wo die Straße verläuft, und während der Fahrt bemerkt man kaum, dass es am Straßenrand sehr steil zum Meer hinuntergeht.
Ein schmaler Weg führt hinunter zur Jinx Pond, ein kleiner Wasserfall mit einem herrlichen Pool. Einmal ein freier Blick auf die Straße. Man kommt hier natürlich nur sehr langsam weiter. Brücken sind überhaupt nur einspurig, sodass man bei Gegenverkehr immer stehen bleiben muss. Der Puakaa State Park. Inmitten der üppigen tropischen Vegetation des Parks bilden Wasserfälle große Pools. Keine Autos kommen und man auf die Brücke geht, kann man endlich einmal einen Wasserfall von oben sehen. Man sollte sich nur nicht zu weit vorbeugen. Ein Abstecher führt zum Waianapanapa State Park. Man sieht einen schönen schwarzen Strand und eine Lavabrücke. Ein kurzer Weg führt in eine Grotte, wo zwei wassergefüllte, geheimnisvolle Höhlen, in Wirklichkeit Lavagänge, durch einen unterirdischen Fluss miteinander verbunden sind. Ein etwas mühsamer Weg führt zu einem Blasloch. Nachdem wir Hana passiert hatten und nicht denselben Weg zurück wollten, fuhren wir weiter in südliche Richtung und kamen zu den Seven Sacred Pools oder Oheo Gulch, wo wir wieder einmal eine kleine Wanderung unternahmen. Für weitere Ausflüge reichte leider die Zeit nicht mehr, da wir auf einer noch engeren, noch kurvigeren Schotterstraße an der zerklüfteten Südküste Mauis weiterfuhren, um die Umrundung des Ostteils der Insel zu vollenden. Auch zum Fotografieren ergab sich dadurch keine Möglichkeit mehr. Der heutige Tag war dem Haleakala gewidmet. Am Weg dorthin kamen wir durch den etwas schrägen Ort Paia. Bei der Ho'okipa Beach beobachteten wir Surfer. Aber dann wurde es ernst. Immer höher führt die gut ausgebaute Straße. Bevor wir den Gipfel erreichten, stoppten wir an einem Parkplatz und unternahmen eine kurze Wanderung zum Lelewi Overlook. Von hier erhielten wir einen ersten Blick in den Haleakala-Krater.
Er ist groß genug, dass eine Stadt wie Innsbruck darin Platz hätte. Am Gipfel in einer Höhe von 3055 Metern angekommen, empfing uns eisiger und äußerst starker Wind. Auch hier gibt es wieder ein Observatorium. Der Blick über den Krater ist einmalig. Ein Stück wanderten wir noch den Sliding Sands Trail in den Krater hinein. Nach diesem anstrengenden Tag folgte wieder ein etwas geruhsamer. Wir fuhren wieder einmal nach Lahaina und besichtigten am Weg dorthin das Maui Ocean Center. Der erste wirklich verregnete Tag. Trotzdem konnten wir abends spazieren gehen.
Heute nahmen wir uns den Westen der Insel vor. Zunächst besichtigten wir die Dragon's Teeth. Die ungewöhnlich helle Lava hat an dieser Küste Formationen geschaffen, die wie riesige Zähne nach oben ragen. Einige Meilen weiter entdeckten wir neben der Straße einen Märchenwald, perfekt für einen Spaziergang. Weiter ging es entlang der eindrucksvollen Küste. Ein weiterer Spaziergang führte uns zu den Olivine Pool. Es handelt sich um einen Lavagestein, eingebettetes natürliches Becken. Auf der Außenseite des Pools tobt das offene Meer, während man es sich im Pool gemütlich machen kann. Die Straße wurde jetzt wieder enger und war an einigen Stellen nur einspurig befahrbar. Heute stand das Yao Valley am Programm. Maui war bis ins späte 18. Jahrhundert unabhängig. Um 1790 landete König Kamehameha, der mit seinen Soldaten von Big Island kam, auf Maui und rückte von Hana aus vor. In einem blutigen Kampf unterhalb der beeindruckenden Felsnadel Yao Needle unterwarfen seine Truppen die Krieger von Kalanikupule, dem Sohn des Königs von Maui. Der Reißende, blutrot gefärbte Yao-Fluss soll vor Leichen übergequollen sein, sodass sich das Wasser staute. Die Gegend um den Yao-Nidl ist ein dichter tropischer Regenwald. Man sollte nicht weiter vordringen. Wenn sich aber genau dort ein Pfad befindet, der weiterführt, was macht man dann? Sich über Verbote hinwegsetzen und neugierig weitergehen. Den Abend verbrachten wir wieder an unserem Strand beim Hotel. Es folgte wieder ein geruhsamer Tag, Ausflug nach Lahaina, Bummel durch die Straßen und den romantischen Abend genossen wir wieder an unserem Hausstrand. Da unsere Zeit in Maui zu Ende ging, waren die nächsten zwei Tage als Relax- und Badetage geplant. Dazu gehörte auch keine Fotoausrüstung schleppen, nur die obligaten Abendfotos mit Handy. Genug gefaulenzt, auf zu neuen Taten, auf zu neuen Abenteuern. Abflug nach Kauai. Der Landeanflug war spannend. Auch hier waren wir wieder in einem Hotel
und hatten ein wunderschönes Appartement mit Blick auf Pool und Meer. Am nächsten Tag starteten wir wie gewohnt zeitig in der Früh unsere Tour in den Westen Kauais, um einen wolkenfreien Blick in das Kalalau Valley zu bekommen. Der Blick hinunter ist faszinierend. Bei der nächsten Wanderung gaben wir zum ersten Mal auf und kehrten nach 3 Kilometern wieder um, ohne unser Ziel erreicht zu haben. Der Weg führt nur bergab, was man natürlich auch alles wieder zurückgehen muss, und war alles andere als angenehm zu wandern. Teilweise geht man auf einem Grat und links und rechts fällt das Gelände steil ab. Glücklich wieder beim Auto angelangt, fuhren wir weiter zum Waimea Canyon, den wir von verschiedenen Lookouts aus bewundern konnten. Der Waimea Canyon wird auch als der Grand Canyon von Hawaii bezeichnet. Er ist 1000 Meter tief, 3 Kilometer breit und 16 Kilometer lang. Die Menehune Road führt zu einer Hängebrücke. An der anderen Straßenseite erstreckt sich der ca. 50 Meter lange Steinwall Kiki Aola, auch Menehune Graben genannt, dessen 6 Meter breite und 7 Meter hohe Konstruktion
angeblich aus der Zeit vor der Ankunft der Polynesier stammt. Im Sommer verwandeln sich die roten Schlammebenen an der Küste im Salt Pond Beach Park in ein Labyrinth von flachen, quadratischen Tümpeln, alte Salzpfannen, die schon Captain Cook in seinen Aufzeichnungen erwähnte. In diesen Pfannen sammelt sich das Salzwasser, verdunstet und lässt ein grobes, sehr mildes Meersalz zurück. Diesmal in den Osten. Wir begannen mit den Wailua Falls. Der 52 Meter hohe Wasserfall ist zwar nicht der höchste Wasserfall auf Kauai, aber er besticht durch ein eindrucksvolles Gesamtbild. Darum wurden Wailua Falls auch immer wieder für Filmaufnahmen verwendet. Der Wailua River war für die alten Hawaiianer von besonderer Bedeutung, was auch zur Errichtung mehrerer Tempel führte. Der Holoholoku Teiao. Der Tempel war dem Kriegsgott Ku geweiht und war unter anderem auch eine Stätte für Menschenopfer. Dieser Teil war nicht für Menschenopfer gedacht, sondern hierher kamen die Frauen, um Kinder zu gebären. Die Opeka Falls. Kauais Hindu Monastery. Das 1970 errichtete Areal ist in einem Regenwald eingebettet. Der große Banyan Tree ist besonders beeindruckend. Auch die nächste Wanderung war nicht von Erfolg gekrönt. Ein umgestürzter Baum versperrte uns den Weg. Auf der einen Seite ging es steil bergab und oberhalb des Baums herumzuklettern war schwierig, da alles lehmig, nass und extrem rutschig war. Also retour und weiter zur nächsten Wanderung. Dieser Trail führt zu den Ho'opi Falls. Diese sind nicht sehr hoch, aber die Lage und die Atmosphäre sind einzigartig. Diesmal konnten wir uns richtig austoben. Auf in den Norden. Die Kleinstadt Hanalei ist ein faszinierender Mix aus Locals, Aussteigern, Surfern, Newcomern und Millionären. Ausgefallene Geschäfte, witzige Boutiquen und Restaurants laden zum Bummeln ein. Weiter ging es zum Kilauea-Leuchtturm. Das Beeindruckende ist jedoch nicht der Leuchtturm, sondern der Ausblick über die Steilküste und eine kleine vorgelagerte Insel. Die ganze Gegend hier dient als Vogelbrutstätte. Eigentlich wollten wir noch weiter nach Norden zur Napali Coast und dort eine Wanderung unternehmen, die Straße war allerdings wegen eines Erdrutsches komplett gesperrt. Heute buchten wir eine Tour zu Kauais berühmter Farngrotte.
Wieder ein Highlight, ein Hubschrauberrundflug. All right, everybody, let's go fly. Recognize that if you saw the movie The Descendants with George Clooney. That was the family piece of land in that movie. And guess who owns it? Same two guys. Robinsons also own an island off the coast of Kauai called Niiau. It's 17 miles off the coast of Kauai. Get a chance to drive up here. You're going to see a waterfall. There's two overlooks. You can pull over and look off in the distance. You'll see it. I'm going to bring it in much closer. You're going to see the waterfall on the right side first. We'll bring it right back around. David, you see where the trail comes in right there? A couple weeks ago, I came up here, first flight of the morning, one right before you guys. I look over there, there's somebody in a dinosaur costume on top of that thing running back and forth. Off to your left, this is all restricted military airspace. You need permission to fly into that. But you see this equipment off to our left. So this is our United States first line of defense for the United States as far as tracking missiles coming into U.S. airspace and being able to hopefully intercept that. You probably all heard about the mishap we had a couple months ago where we thought we had a missile coming into next beach ahead at 1 o'clock Lowe's Kulalau Beach. That's the very end of the famous Kulalau hiking trail. So all that's closed off due to the flooding we had recently, but there's some shelters in the back in the trees for the hikers when it is open. Right above it though, every bit of the beautiful cathedrals this morning. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. There's a place I recall, not too big, facts kind of small,
people there know they got it all. The simple life for me. Beautiful. This is a very spiritual place for the Hawaiians as well. There's a temple up in the clouds above us called a heiau. The Hawaiians believe that their god Kane visits this spot. Right now I'm going to take you guys all the way in the back. So welcome to the birthplace of Kauai. This is where it all began, Mount Waialeale, or Volcano Crater. River on the north side of the Garden Isle. It's hot, but it's beautiful, you see. Take a walk along the beach, go down the road to Wanini. A place you know you'll never want to leave. All right, mics are back on. You guys all had a good time? Enjoyed your flight? Yeah, Brian. Great job. Guys, again, mahalo. Thank you so much. Enjoy your stay here. Lenore, pace yourself again, yeah? And happy birthday. Guys, mahalo. Oh, thank you. Noch ganz benommen von den vielen Eindrücken während des doch 1,5 Stunden dauernden Fluges, setzten wir uns wieder in den Wagen und fuhren Richtung Süden. An beiden Straßenrändern stehen insgesamt 500 riesige Eukalyptusbäume, die einen Tunnel bilden. Baron Walter McBride, der sogenannte Ananasbaron, hatte diese Bäume gestiftet, als er 1911 ein Haus baute und ein paar Bäume übrig hatte. Spoutinghorn ist der Name einer geysirähnlichen Fontäne, deren Wasser durch eine uralte, mit dem Ozean verbundene Lavaröhre schießt und mit einem unheimlichen Klagelaut hoch in die Luft sprüht. Leider näherte sich nun das Ende unseres Hawaii-Aufenthaltes. Den heutigen Tag verbrachten wir gemütlich in unserem Hotel und am nächsten Tag begann unsere Heimreise. Allerdings blieben wir dann noch 2 Nächte in Los Angeles, wo wir die Universal Studios besichtigten und uns auch mit einer Freundin von Sin und deren Mann trafen. The twist and kaleidoscope moves us all in turn.